Pausenschnack zwischen Posten und Paul. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Pausenschnack. Ich bin Luisa. Und ich bin Sophie. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Schule der Zukunft und wie die neuen Medien in den Schulen eingesetzt werden. Sophie, du warst ja in der letzten Zeit öfters mal an der IGS in Wilhelmshaven und hast den Schülern und auch Lehrern ein paar Fragen zu dem Thema Schule der Zukunft gestellt. Was sind deine Erfahrungen? Wie war es da? Wie waren die Leute drauf? Was hast du für Antworten mitgebracht? Also ich muss sagen, mir hat das da richtig gut gefallen. Die Schüler, die waren alle super nett, die haben super Antworten gegeben und die waren sehr locker und offen und wollten gerne auch Interviews führen und Antworten geben. Wollen wir doch mal hören, was die Schüler denken, was mit neuen Medien gemeint ist. Also früher hat man so eher Zeitungen und Bücher benutzt und jetzt Handys oder Fernseher. Also ich würde als neue Medien sagen, WhatsApp, Snapchat, also dies alles, was mit Elektronik zu tun hat, was jetzt erst in den letzten 10 Jahren sich gebildet hat. Vielleicht auch Facebook könnte man noch dazu zählen. Ja, Louis, was glaubst du denn? Wie werden denn die neuen Medien wohl an der IGS eingesetzt? Ja, ich kann mir vorstellen, nachdem wir jetzt die Antworten gehört haben, dass es viel digitaler abläuft als zum Beispiel bei uns und dass auch viel mehr mit Laptops und iPads und Handys gemacht wird. Ich meine, unser ganzes Leben dreht sich nur noch digital ab. Warum sollte es in der Schule anders laufen? Ja, mal schauen, ob sich deine Vermutungen bestätigen. Hören wir mal rein, was die 5. und 7. zu sagen haben. Jetzt haben wir halt das Whiteboard und benutzen das auch ab und also beziehungsweise fast immer. Und unser Klassenbuch geht jetzt auch übers Handy oder über den Laptop. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die Oberstufen in einem Extragebäude waren und bei ihnen herrschte nicht mal ein Handyverbot. Medien werden bei uns relativ häufig eingesetzt, vor allem jetzt in der Oberstufe dürfen wir ja unser Handy jetzt benutzen im Unterricht wirklich. Und da recherchiert man natürlich relativ oft, wenn man irgendwelche Wörter nicht versteht, wenn man noch irgendwelche genaueren Informationen zu welchen Themen braucht. Die Medien werden eigentlich schon recht gut eingebunden. Wir nutzen viel das Whiteboard, also wir haben gar keine Tafeln mehr mit Kreide. Wir nutzen die Handys zur Recherche und auch unsere Meinungsberichte sollen auch auf Fakten, die wir mit denen finden, fundieren. Ach, verrückt, das ist ja gar nicht so ein großer Unterschied wie bei uns. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, die ja auch noch nicht ganz so lange her ist, war es fast genauso. Also wir hatten auch teilweise schon Whiteboards und halt noch Overhead-Projektoren und alles. Aber ich meine, wir haben auch noch viel geschrieben und wenig mit Laptops gemacht. Und so viel anders hat sich das ja jetzt gar nicht angehört. Bei dir war es doch bestimmt genauso, oder? Ja, also ich fand es auch erstaunlich, als man da in die Schule gekommen ist, dass sich da nicht so viel getan hat. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr verändert worden. Aber bei mir kam das auch eher gegen Ende der Schulzeit, dass sich da ein bisschen mehr in die digitale Richtung geändert hat. Auch wenn unsere Schulzeit jetzt nicht so lange her ist, habe ich die Schüler mal gefragt, wie die sich denn vorstellen, wie es in der Vergangenheit so in der Schule ausgesehen hat. So wie der Unterricht gestaltet ist, hat sich nicht sehr viel verändert, weil das kommt, finde ich, jetzt gerade erst alles mit den Medien auch. Ich denke, dass der Unterricht vor 20 Jahren nicht digital war, sondern analog und dass nicht so viel Wert auf die Pädagogik gelegt wurde. Ach, das hätte ich gar nicht vermutet, dass die Schüler so andere Vorstellungen von unserer Schulzeit hatten. Ich meine, 20 Jahre sind jetzt noch nicht die Welt, aber mit Schieferntafeln und Stein haben wir nicht mehr geschrieben. Aber gehen wir doch mal weiter zu unserem Fakt des Tages. Ich habe nämlich einen Zeitartikel gefunden, der 33 Ideen für die Schule der Zukunft heißt. Der ist aus dem Jahr 2018 und dort wurden ungefähr 2000 Schüler aus 27 Ländern, Bildungsexperten und Lehrer befragt, wie sie sich die Schule der Zukunft vorstellen. Und teilweise waren da echt wilde Antworten dabei. Ich habe mal eine rausgesucht. Da hat ein Schüler gesagt, es sollte an jeder Schule ein Heckenlabyrinth geben, weil man darin toll spielen und sich verstecken kann. Das ist ja echt einfach keine realistische Vorstellung für eine Schule der Zukunft.
Aber teilweise war ich auch echt erstaunt, dass super junge Schüler, die erst 7, 8, 9 waren, auch total realistische und angebrachte Vorstellungen für die Zukunft haben. Zum Beispiel habe ich hier noch eine. Ganz wichtig ist es mir, dass alle Kinder, egal wie sie aussehen oder welche Behinderung sie haben, gemeinsam lernen dürfen. Da haben wir alle 33 Ideen durchgelesen und sowas habe ich echt oft gelesen, dass die Kinder sich wünschen, dass es mehr integrative Schulen gibt und gar nicht mehr diese Behindertenschulen oder Förderschulen oder dass auch viele Schüler darauf achten, dass mehr in der Natur gemacht wird und auch draußen gelehrt wird oder mehr über irgendwelche Pflanzen beigebracht wird oder wie man nachhaltiger lebt. Das hat mich echt erstaunt. Da waren ja dann auch schon ein paar sehr kreative und interessante Ideen bei. Aber wollen wir doch mal hören, wie sich die Schüler der EGS die Schule der Zukunft vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Wenn ich an die Schule der Zukunft denke, denke ich, dass vieles digital passieren wird, also dass kaum noch was verschriftlicht wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir keine Whiteboards mehr haben, sondern auch keine normalen Tische, sondern so Whiteboards als Tische und dann alles darauf machen mit Arbeitsblättern und so. Ich glaube, dass der Stundenplan in ein paar Jahren komplett neu aufgemischt wird. So richtig wichtige Fächer wie Deutsch und Fremdsprachen bleiben, aber es werden schon ziemlich viele Technikfächer dazu kommen. Ich kann mir das vorstellen, dass wir in ein paar hundert Jahren das vielleicht so ist, dass wir einfach nur in die Klasse gehen müssen und dass uns das da irgendwie ins Gehirn eingepflanzt wird. Ich bin der Meinung, dass die Schule in der Zukunft wie folgt aussehen wird. Und zwar wird sie papierlos, hoffentlich. Das wird eine Art E-Akte haben, dass wir alles über das Internet steuern und zugreifen können. Ja, da waren jetzt genauso wilde und verrückte Ideen dabei, wie auch bei dem Zeitartikel, aber auch echt ganz gute, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Hast du dann auch gefragt, ob die Schüler noch Wünsche haben für die Zukunft oder ob die sich das genau so wünschen, wie es jetzt ist oder wie die Schule der Zukunft nach deren Vorstellung sein soll? Da war ich tatsächlich auch ein bisschen erstaunt, weil sich die Antworten, die waren ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber hören wir doch mal rein, was sie zu sagen hatten. Ich finde, so wie es gerade läuft, ist es eigentlich schon gut. Also ich finde die Kommunikation im Unterricht recht gut und das würde ich auch beibehalten. Also ich würde mir schon ein bisschen mehr Umgang mit neuen Medien wünschen. Fach hätten, was Gaming heißt. Auch ein Spiel zu programmieren oder einfach nur zu spielen? Beides. Oh ja, die Antworten hätte ich mir jetzt auch ganz anders vorgestellt. Ich dachte, die würden sich alle darauf freuen und auch wünschen, dass es halt einfach digitaler wird und man alles mit Handy und Tablets und Laptops machen kann. Ich meine, wir in der Uni oder FH, wir schreiben so wenig noch selber. Und das ist dann eigentlich nur logisch, dass man viel mehr digital macht. Aber ja, das ist schon verwunderlich, dass die Schüler eigentlich zufrieden sind, so wie es gerade ist. Ja, das fand ich auch interessant, weil vor allem die meisten haben gesagt, dass sie es so gut finden, wie es ist. Also wirklich, da waren kaum welche dabei, die sich wünschen, dass mehr Medien eingesetzt werden. Da bin ich gespannt, wie es die nächsten Jahre wird, ob sich wirklich nicht so viel ändert oder ob die Schüler Unrecht behalten und auf einmal alles nur noch digital passiert. Kommen wir nun zur Weisheit des Tages. Die Lehrerin Frau Krüger gibt einen Tipp, wie die Schüler ihre Freizeit besser gestalten können. Also sowas auch zum Beispiel wie Quizlet oder so, so beim Vokabellernen, die sind dran am Handy. Und wenn die zum Beispiel mit dem Bus nach Hause fahren, dann sollen die nicht so viel da ihre ganzen sozialen Kontakte kontrollieren, dann können die auch mal Vokabeln lernen. So, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge Schule der Zukunft angekommen. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie uns und dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es um das Thema Elternsprechstunde geht. Ciao, Kakao! Tschö mit Ö!